Leute, heute kam mein Maxi Cosi beziehungsweise meine Römerschale. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht. Der Meinung bin ich auch immer noch, dass man das bei Reborn nicht unbedingt braucht. Und auch Leute, die jetzt kein Auto haben, brauchen das meiner Meinung nach immer noch nicht unbedingt. Aber ja, da das ja mit meiner Hartschale gescheitert ist, beziehungsweise ich immer noch keine Hartschale gefunden habe für meinen Kinderwagen und ja, dann zwischenzeitlich auch wieder überlegt hatte, ob ich wieder einen neuen anschaffen soll. Das wollte ich dann aber auch nicht unbedingt, weil ich bin eigentlich so zufrieden mit dem Teutonia Mistral S, weil er erfüllt eigentlich alles. Bis auf, dass er eben leider nur eine Softtragetasche hat. Und ja, die ist mir halt persönlich zu unstabil. Jeder, der eine Softtragetasche schon mal in der Hand hat und hat schon mal ein Baby drinne, irgendwo hingetragen, wird wissen, was ich meine. Ist ja auch immer Ansichtssache. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt eben als Lösung überlegt. Wenn ich jetzt mal wohin muss, wo ich die Reborns, gerade die großen wie Tamara Marie oder wie jetzt hier die große Maus, die passt gerade so noch da rein, wie ihr ja seht, dass ich halt die großen, es geht mir hauptsächlich um die etwas größeren Reborns, wenn ich mal irgendwo hin muss, wo halt Treppen sind, dass ich halt die Reborn dann nicht auf dem Arm nehmen muss. Das müsste ich ja bei der Großen, weil die Große passt ja nicht mehr in die Softtragetasche. Bei Tamara Marie geht ja die Softtragetasche noch. Aber ja, wenn ich dann irgendwo bin und muss die auf dem Boden abstellen, ist mir das immer nicht das wappliche Ding. Und da habe ich mir eben das Maxi Cosi jetzt als Lösung einfallen lassen, wirklich nur für, das ist dann wirklich nur für Ausflüge, was weiß ich, wenn ich mal kurz zum Arzt muss, ein Rezept abholen muss und da ist halt kein Fahrstuhl und ich muss Treppen hoch, dass ich die halt gut da hochgetragen kriege, ohne ja, dass es jetzt halt wackelig ist oder wapplig ist, weil bei der Softtragetasche habe ich immer das Gefühl, die fallen mir da raus und dann bin ich ja auch sehr klein. Und da habe ich immer so das Gefühl, die schleifen auf den Boden, wenn ich sie nicht anhebe und es ist für mich einfach sehr unbequem zu tragen. Gut, bei Maxi Cosi wird es auch nicht unbedingt, wird auch nicht unbedingt, gemütlich hochzutragen, aber es geht wesentlich besser halt wie jetzt die Softtragetasche. Und ja, das war jetzt halt meine Erklärung, warum ich mir jetzt doch eine Maxi-Cosi angeschafft habe, obwohl ich immer der Meinung war, man braucht sowas nicht unbedingt. Und ich ja sowieso nicht, da ich ja keinen Führerschein habe. Und wenn ich mal Auto fahre, dann ist es höchstens mal mit der Taxe. Und das kommt auch äußerst selten vor. Und da ist es ja so, dass ich da die Reborn meistens nicht mitnehme. Ja, von daher ist das dann auch wieder dahingestellt. Ja, gut, das ist jetzt halt meine Lösung, wenn ich mal irgendwo hin muss, wo Treppen sind. Klar, bei den kleinen Reborns ist es dann wieder so. Da muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu lange unterwegs ist oder dass man nicht Leute trifft, die wissen, wo ich wohne, weil die würden das dann schon wieder bemängeln, weil man soll ja kleine Babys nicht so lange in Maxi-Cosi sitzen lassen. Bei so großen wie Tamara Marie oder wie bei ihr jetzt, da geht das. Da würde das gehen, da würde keiner dumm fragen. Ja, ich bin so mit den Maxi-Cosi eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, das ist jetzt einer von Römer, weil ja damals in der eBay-Beschreibung stand, bei den Kinderwagen, stand ja, dass das die Adapter für die Römerschale sind. Und deshalb musste ich mir eine Römerschale kaufen.
Auch wenn ich mir, weiß Gott, was Besseres hätte vorstellen können. Aber ich wollte jetzt auch nicht nur für die Zwischenlösung neue Adapter kaufen. Weil es soll jetzt wirklich erstmal nur so eine Lösung sein für die großen Reborns. Damit ich die halt, wenn ich mal irgendwo hingehe, wo Treppen sind, damit ich die gut transportieren kann und damit ich die auch mal gut abstellen kann, falls ich meine Hand frei brauche. Für solche Sachen halt, für einen alltäglichen Zweck, werde ich sicherlich weiterhin meinen Kinderwagen nutzen. Und vielleicht ergibt sich ja irgendwann, dass ich nochmal eine Hartschale kriege. Aber ich finde das jetzt gerade für die großen Reborns halt eine gute Lösung. Ja. So. Ja, naja, gut. Ich finde, naja, es ist leider blau. Ich hätte mir jetzt eine schönere Farbe vorstellen können. Ja. Ansonsten sieht er halt ein bisschen, in meinen Augen sieht er ein bisschen altmodisch aus. Ach ja, und er ist von 2010, der Maxi Cosi. Ja, und ich habe mich natürlich erst sehr dumm angestellt, weil, wie gesagt, da ich ja kein Auto habe und da ich auch kein kleines Kind habe oder hatte, kenne ich mich mit solchen Sachen halt nicht aus. Und da hang ich dann erstmal dran und musste überlegen, wie das geht. So, aber ich frage mich jetzt weiterhin, damals bei den Kinderwagen waren noch diese Adapter dabei. Da frage ich mich, was das für Adapter sind. Ja, weil in der Beschreibung stand ja, das wären die Adapter für die Römerschale. Erst dachte ich, das gehört beides zusammen. Also erst dachte ich, das hier unten und die Dinger gehören zusammen. Aber das scheinen nochmal extra Adapter zu sein. Naja, gut. Jetzt habe ich eine Römerschale, ist ja jetzt auch dahingestellt. Wie gesagt, mich würde es nochmal interessieren. Maxi Cosi würde mich einfach mal interessieren. Von der Sache her habe ich ja jetzt einen Maxi Cosi. Noch einen brauche ich sicherlich nicht. Ja, von Tragegefühl her kann ich nicht viel sagen, weil ich bin jetzt noch nicht großartig damit rumgelaufen. Aber wie gesagt, ich war neulich schon mal im Laden und da war ich doch überrascht, wie schwer die Dinger sind. Ich habe mir die immer leichter vorgestellt. Ja, ansonsten, ich denke mal, für meinen Zweck wird es ganz okay sein. Hier diese Stütze, hier kann man auch hoch und runter fahren. Erst dachte ich, das ist die Verkleinerung, weil ich das so aus YouTube-Videos kannte. Aber bei der Römerschale ist das die Nackenstütze, die man hoch und runter stellen kann. Ja, und wie gesagt, meine große Maus passt zum Glück gerade noch so rein. Also man sagt ja immer, wenn das Köpfchen über den Rand guckt, ist die Schale so klein. Bei den Beinen ist das nicht so schlimm, wenn die übergucken, aber wenn das Köpfchen überguckt, dann ist die Schale eben zu klein. Ja, mir kommt allgemein die Schale etwas groß vor. Aber ich kenne mich ja damit auch nicht aus. Von daher, ich bin erstmal froh, dass sie da reinpasst. Bitte beachtet nicht meinen Haushalt, einen Hintergrund. Ja. Ich weiß, es sieht nicht gerade schön aus, aber ja, versucht nicht so drauf zu achten. Naja, erst hatte ich also meine Bedenken, ob sie noch da reinpasst, aber ich bin ganz glücklich, dass sie da reinpasst. Weil, wie gesagt, gerade für sie und für Tamara Marie und für Ronja habe ich ja das Ding hauptsächlich angeschafft. Klar ist es auch gut für die Kleinen, wenn ich die mal mit habe. Und muss mal irgendwo hin, wo Treppen sind. Aber mir ging es hauptsächlich um die Großen, weil ich die nun mal am meisten mit habe. Und weil ich die auch schlechter auf dem Arm nehmen kann. Weil die haben ja eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht. Und ja, da ist das immer alles nicht so einfach. Naja, gut.
Das, wie gesagt, ist jetzt mein Maxi-Cosi. Ich weiß gar nicht, was man darüber noch berichten kann. So würde ich jetzt natürlich nicht rausgehen. Natürlich würde ich noch eine Jacke anziehen und noch eine Decke über die Beine legen. Und damit keiner reingucken kann, dachte ich mir, ich versuche das wieder so, wie ich es am Kinderwagen auch mache. Mit den Sonnen verdeckt. Das werde ich jetzt nochmal gleich dran machen und das sehen wir uns jetzt dann nochmal gleich wieder und ja, da bin ich nochmal und so meinte ich das mit dem Sonnenverdeck, also ähnlich wie ich es auch am Kinderwagen immer habe, damit eben keiner reingucken kann. Natürlich ist das jetzt bei Maxi-Cosi etwas blöd, weil man kann ja an die Seiten noch reinstielen. So. Kann man ja noch reingucken. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Aber meine Erfahrung hat gelehrt, wenn man einen Sichtschutz am Kinderwagen dran hat, dass dann die Leute allgemein ein bisschen auf Distanz gehen und nicht mehr so, ja, so übergriffig sind. Ich will ja nicht sagen frech, aber nicht mehr so übergriffig sind und da reingucken. Wie gesagt, ich hatte da schon Erlebnisse, also wo ich an gesunden Menschenverstand von den Leuten gezweifelt habe. Ja. Naja, ich denke mal, im Großen und Ganzen geht das schon. Also wenn man jetzt hier so steht, beispielsweise im Bus, dann sieht man es auch nicht unbedingt gleich. Da muss man schon direkt runter gucken. Damit man halt sieht, dass sie offene Augen hat. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird das so gehen. Was meint ihr dazu? Oder habt ihr noch eine andere Idee? Ich weiß, die Idee mit der Sonnenbrille kenne ich schon. Die braucht ihr mir nicht nochmal unten rein zu schreiben. Aber ich meine ja so allgemein auch noch einen Tipp, falls ihr noch einen habt. Ansonsten wäre das mein Tipp. Wie gesagt, die Tipp mit der Sonnenbrille kenne ich schon, aber wie gesagt, das eignet sich ja meines Erachtens nicht für jede Jahreszeit. Gut, wenn im Winter mal Sonne scheint, dann vielleicht, aber ansonsten weiß ich nicht. Also ich habe es auch einmal gemacht im Winter mit Sonnenbrille, aber ich weiß auch nicht, ob das dann nicht ein bisschen komisch rüberkommt. Naja, gut. Okay, das ist jetzt eben mein Maxi-Cosi. Viel mehr kann ich nicht dazu erzählen, außer dass ich auf den ersten Blick ganz zufrieden damit bin. Und ja, das sage ich mal. Das war es dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.